Okay, it's rap packed to my pulse flat. We keep it. Yo, was geht, meine lieben Dampfer? Hier ist wieder euer BTEC1 und ihr seid hier auf Vaplife, den Kanal für eure E-Zigarette, euer Liquid und vieles mehr. So, heute haben wir mal wieder ein richtig leckeres, nices und neues Liquid-Test. Und zwar, wie ihr gerade schon gesehen habt und in der Videobeschreibung schon gelesen habt, von Dinner Lady Strawberry Custard. Auf jeden Fall ein schmackhaftes Liquid zur Verfügung gestellt vom lieben Stony, 30 Milliliter. Ich habe mich mal gerade wieder auf meiner Internetseite des Vertrauens auf besser dampfen mich gerade mal wieder schlau gemacht, weil ich habe ja die 30 Milliliter zur freien Verfügung bekommen. Normaler Preis wäre 19,95 Euro. Hier sind 3 Milligramm Nikotin drin, oder? Wie viel Milligramm? 3 Milligramm, ja, 3 Milligramm Nikotin. UK Liquid. Und ich lese mal vor, wie Dinner Lady dieses Liquid anpreist. Und zwar das E-Liquid Dinner Lady Strawberry Custard. Ist ein saftiger Erdbeergeschmack mit süß-cremigen Vanillepudding und Butterkaramell. So, jetzt wo ich das sehe, dass hier auch Butterkaramell mit drin ist. Weil ich dachte vorher immer nur, das wäre ein Erdbeer-Vanillepudding. Warte mal, probieren wir nochmal den Hasen hier. Okay. So, wie man sehen kann, das Liquid hier hat so eine schöne goldene Farbe. So schön goldbaumharzig, bernsteinfarbend. Also, so finde ich ja Liquid immer am schönsten. So gefällt mir Liquid immer am besten, wenn die Farbe mal so ist. Wenn man sich 30 Milliliter holt, kriegt man so eine Verpackung mit drei so Dingern hier drin, 10 Milliliter Flaschen. Halt so normale Nikotinstärken sind halt 0, 3, 6. Und kommen wir mal zu... Achso, ja, erstmal hier noch ein paar Daten dazu. Und zwar, das Liquid besteht aus 70-30, also 70 VG, 30 PG. Dampfen tun wir es in der T-Prive von Smog mit dem Combo RDTA von iJoy mit Watte und zwei Fused Clapton Coils drin. Also heute haue ich ja hier die ganzen Infos hier raus, ne? So, auf jeden Fall ist diese Liquid erstmal das Geld wert. Also diese Liquid schmeckt schon erdbeerig und cremig, süß-cremig. Ein Vanillepudding, ich persönlich, also ihr wisst, Liquid-Tests sind immer, wie sagt man dazu? Also jeder hat ja einen anderen Geschmack. Mir fällt dieses Wort gerade nicht ein. ja, also auf jeden Fall, Liquid ist ja mal Geschmackssache, kommt ja mal drauf an, wie man dampft. Also diese Liquid würde ich auf jeden Fall nicht in einem Tank, in einem Fertigkäuferdampfer dampfen, außer mit einem Baby Beast. Aber jetzt zum Beispiel mit einer Melo nicht. Da würde man sich auf jeden Fall, glaube ich mal ganz schnell, sich den Coil zuhören, weil ich habe das Gefühl, hier ist extrem viel Sweetener drin. Heute machen wir mal ein bisschen längeres Video. Das Video geht jetzt gerade schon 4 Minuten. Also, für meinen Geschmack ist es ein cremiger Erdbeergeschmack, süß-cremiger Erdbeergeschmack mit einer leichten Karamellnote. So würde ich das sagen, dass es so schmeckt. Für mich jetzt persönlich. Und mir schmeckt es eigentlich relativ gut. Also falls ihr mal in irgendeinem Offline-Store mal an den Liquid zum Test rankommt, probiert es mal aus. Kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Für welche, die so cremige Sachen mögen, süß-cremig, ist es auf jeden Fall und schön abgerundet ist das Liquid. Also kann ich auf jeden Fall wirklich sehr empfehlen. Dinner Lady Strawberry Custard. Ich würde mal sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 oder von 0 bis 10, 10 das höchste, würde ich dem Liquid schon so eine 7 geben. Also, ich könnte dieses Liquid jetzt nicht all day dampfen. Oh, jetzt läuft die gerade noch was aus. Jawohl, man kennt ihn. Also, ich könnte dieses Liquid jetzt nicht all day dampfen. Wäre jetzt kein all day Liquid von mir. Dafür ist es mir zu süß. Zu viel Sweetener drin. Also, ich würde mal sagen, ich würde auch mal sagen, wenn ich dieses Liquid 3 Tage dampfe, kann ich danach auch die Watte neu wechseln. Würde ich mal so sagen. Aber probiert es auf jeden Fall mal aus, das Liquid. Schmeckt echt lecker. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Probiert es aber vorher aus, bevor ihr euch das kauft. Ja, Leute. 7 Punkte würde ich dem Liquid geben. Boah, jetzt läuft der Hase hier aus. Nicht nice und das auch in einem Video. Fail ist da. Boah, ist auch extrem heiß, meine Zigarette. Ich habe gerade echt viel Dampf. Ich dampfe das Liquid jetzt ungefähr seit 2 Tagen. Ja, also schon, wenn ich die jetzt hier nochmal, also hier ist bestimmt erst noch 2 Milliliter drin, dann ist die zweite Flasche auch schon weg. Also das dampft sich auf jeden Fall auch sehr schnell weg, diese 30 Milliliter, die dampfen sich wirklich sehr schnell weg. Ja Leute, ich würde mal sagen, heute war ein etwas längeres Video als sonst. Aber falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung freuen, über einen Kommentar, falls ihr auch schon Erfahrungen mit diesem Liquid gemacht habt. Schreibt mir das auf jeden Fall mal unten in die Kommentare rein, eure Meinung zu diesem Liquid. Ja, ich würde sagen, unterstützt Vape Life, indem ihr ein Abo da lasst, falls ihr Bock habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Sonntag wieder um 19 Uhr. Haut rein, euer Betik One. Und tschüssen!